Habe ich auch noch nie gehört. Guckt mal, dass ihr ein bisschen Platz habt und lockern wir alles mal, ein bisschen Beine. Ganz locker schieben und dann schwingen wir mal die Arme rechts und links. Schaut mal, dass er in den Knien bleibt und den Schwung so ein bisschen aus Hüfte, Taille holt, ja. Wichtig auch hier nicht mit reinfallen, sondern er bleibt aufrecht stehen, rotieren nur. Die Arme dürfen gerne schlenkern. Und dann mal stehen und die Arme rückwärts kreisen. Auch hier, bleib weiter locker in den Knien. Lass den Oberkörper aufrecht, dass wir hier auch nicht ins Hohlkreuz fallen, sondern schön in den Knien feststehen, Po ein bisschen zusammenkneifen. Und dann lösen. Und wir nehmen mal den rechten Armschwing einmal unten rum und einmal hinten rum. Von unten nach oben und unten nach oben. Vorne, hinten, vorne. Und dabei richtig schon, schon, schon und schön Oberkörper öffnen. Öffnen, mitdrehen. Hier, drei, zwei. Und dann direkt Armwechsel, linker Arm. Unten rum, hinten rum. Und unten nach oben, unten nach oben. Und auch hier, wir wollen den Arm locker lassen und den Schwung aus den Beinen, aus der Taille, aus der Hüfte. Da wollen wir den Schwung hier generieren. Noch so 5, 4, 3, 2, 1 und dann auspendeln lassen. Und dann kommen wir auf ein Bein und wir schwingen jetzt mal locker vor und zurück. Könnt die Arme locker mitnehmen. Ihr könnt hier auch wieder öffnen, dass der Arm immer kreuzt und öffnet. Und dann haben wir hier richtig schön einmal über die Diagonale einen schönen Stretch. Genau. Zwei. Und dann lösen. Ein Wechsel. Erstmal entspannt vor zurück schwingen lassen. Und dann, wenn ihr wollt, kreuzen, öffnen. Und dann lösen, nochmal wechseln, Bein Nummer 1 und wir kreisen mal nur den Fuß. Okay, wollen Oberschenkel richtig schön stabil, festlassen, Rumpfspannung halten und dann Richtungswechsel in die andere Richtung kreisen. Auch hier, dass wir nicht mit dem ganzen Bein irgendwie arbeiten, sondern nur unten im Fuß. Und dann das Knie ein bisschen anheben, Ferse locker rechts, links baumeln lassen. Und wenn du kannst, den Fuß auch im Kreis. Ja, der Schwung kommt aus der Hüfte, der Fuß baumelt im Kreis. Wenn es nicht geht, einfach nur rechts und links. Ich glaube, das sieht man auch ein bisschen auf dem Video. Und dann Richtungswechsel mal. Wenn du jetzt nur rechts, links pendelst, dann auch Richtungswechsel. Dann statt rechts, links, links, rechts. Und dann lösen und Bein erstmal wechseln. Starten wieder unten, kreisen den Fuß, Oberschenkel bleibt ruhig, das Bein bleibt ruhig, Wirbelsäule schön lang ziehen. Richtungswechseln.
Und dann das Knie wieder anheben. Locker rechts, links pendeln lassen. Und wenn es geht, direkt im Kreis. Dass das Knie sich schön lockert. Richtungswechsel. Und dann auch nochmal lösen, stehen. Und wir stehen nochmal aufs erste Bein, nehmen das Knie nach oben, öffnen, drehen die Ferse hoch und kreisen nach hinten weiter. Und schaut mal, ich hoffe, ihr erkennt es. Meine Hüfte steht hier senkrecht zu euch. Das Knie hoch, öffnen, meine Hüfte steht immer noch senkrecht zu euch und ich drehe mich hier nicht weg, sondern ich bleibe hier. Die Bewegung kommt nur aus dem Oberschenkel. Dann das Knie hoch und nach hinten weiterkreisen. Öffnen. Dann werdet ihr merken, arbeitet auch schön der Popo hier auf der Seite. Noch zweimal. Letztes Mal. Und dann Fuß bleibt stehen, Fuß bleibt in der Luft, Fuß dreht nach innen, mit der Ferse anheben. 2, 3, die Ferse will nach außen hoch. 4, Spannung, Popack. 5, 6, 7, 8, 9, letztes Mal. Und dann hüpf. Seid ihr gehüpft? Und dann auch wieder das Knie hoch. Öffnen, Ferse hebt an, Knie nach hinten. Hoch, öffnen. Ferse hoch, Knie nach hinten. Hüfte bleibt fixiert, ja? Die dreht sich jetzt nicht nach hinten weg. Hoch, hier nicht mitdrehen, sondern stehen bleiben. Das Knie geht raus. Drei. Zweimal. Letztes Mal. Und dann das Bein halten, Fuß nach innen und dann nochmal für 10. 8, 7, 5. Schön aus dem Po raus, hoch festhalten. 4, 3, 2. Lösen. Kurz lockern. Und dann starten wir rein, ein bisschen Sixpack-Arbeit. Es sind immer 30 Sekunden. Ja, wir starten Unterarmstütz und den Rest sage ich euch. Gut aufpassen, wir haben keine Pause. Wir machen 4 Runden à 30 Sekunden nonstop durch. 8 Minuten am Stück. Okay, wenn ihr Pause braucht, verkneift sie euch einfach. Macht es euch leichter, geht auf die Knie und so weiter und so fort. Ihr kennt es ja. Ich schaue, dass ich euch früh genug die neue Übung zeige. Also immer, wenn ich sage, hey, hergucken, aufpassen, dann geht es an die neue Übung. Kurz Augen auf und spätestens in der zweiten Runde. Bis das ja dann. Fragen? Super. Legen wir los. Wir starten unterm Stütz. Kommt runter. Auf die Matte. Unterm Stütz. Ellenbogen unter der Schulter. Schulter runterziehen. Füße aufstellen, denkt dran, Pobacken zusammenkneifen, Bauchnabel gleich einziehen. Wir starten mit 5, 4, 3 und dann Knie anheben. Und jetzt stehen die Ferse etwas breiter und dann wollen wir hier die Hände zur Seite setzen. Ein Arm geht raus, andere Arm geht raus. Boom. Wenn das nicht geht, kürzer. Schau mal, dass die Hüfte stabil bleibt und nicht das passiert. Nächste Runde. Wir drehen die Arme nach innen. Drehen auf zu einer Seite. Wechseln, drehen zur anderen Seite. Wir legen die Fersen komplett ab. Und legen die Fersen wieder komplett ab. Wir rollen mal über den Fußball. Die Hüfte bleibt dabei oben. Wir sinken nicht.
Bei Bauchlage, Arme strecken, Beine strecken. Arme, Beine anheben und wieder absenken. Anheben und absenken. Du kannst immer wieder den Boden berühren, aber ganz hoch und zurück. Und zurück. Anheben. Lange Arme. Lange Beine. Jetzt Arme zur Seite und nur kleine Flügelschläge. Und was wir jetzt hier tun wollen, ist nur über die Schulterblätter arbeiten. Schulterblätter gehen zurück, lösen, zurück, lösen. Nur über die Schulterblätter. Und das war dann Runde 1. Es folgen dann noch 3 Stück davon. Noch 4. 3. 2 und dann wieder Unterarmstütz, die Arme zur Seite setzen. Tipp, lösen. Tipp, lösen. Je breiter die Beine hier stehen, desto kniffliger wird's. Je enger die Beine sind, desto leichter wird's. Dann einlegen. Seite 1, Seite 2. Schön locker und einen Stütz in den anderen. Hüfte bleibt oben, Seite ist aktiv. Die Schulter gestützt ist aktiv. Also Schulter weg vom Ohr ziehen. Atmung kontrollieren. Bauchlage, Superman, Lift off. Alle strecken, anheben, lösen. Wenn du mehr bist, bleib einfach in der Luft. Immer wieder schön hoch. Und zurück. Dann oben halten, kleine Flügelschläge aus den Schulterblättern. Wir wollen nicht über die Arme arbeiten, sondern die Schulterblätter gehen zusammen. Spür rein, spür den Unterschied. Schön kraftvoll, nur nicht zu schnell, nur langsam. Ellenbogen sind gebeugt. Und dann Runde 1. Halbzeit, Unterarmstütz. Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3. Bauchspannung halten, Umspannung halten, Atmung fließen lassen. Seite 1 und Seite 2. Locker rechts und links. Achtung, dass die Schultern schön unten bleiben. Nacken lang und Bauchlage. Superman, anheben. Es sind jetzt nur noch 3 Minuten. Meister haben wir ja schon. Und dann Arme zur Seite, aus den Schulterblättern. Komm, sind jetzt noch 2,5 Minuten. Kontrolliert, reinarbeiten, Schulterblätter, hintere Schulter. Wir arbeiten. Da zwirbelt es ein bisschen. Komm, noch 10 Sekunden. Dann haben wir noch eine Runde.
Und dann Unterarmstütz. Let's go. Tap zur Seite. Tap zur Seite. Vielleicht auch nur halten. Letzte Runde. Und dann nochmal einbringen. Komm. 90 Sekunden. Dann Bauchlage, 60 Sekunden. Oberkörper, Beine anheben. Ganz hoch und wieder. In den Flugmodus vom Superman und vom Handy. Und dann nochmal Seite, komm, letzten 30. Schulterblätter ziehen zusammen. Immer wenn es nach oben geht, dreh die Daumen jetzt nach oben. Komm, letzte Runde. Genau, sehr gut. Daumen hoch. Blick zum Boden. Wirbelsäule ist fest. Po ist fest. 10. Gut, kommt hoch. Trink vielleicht einen Schluck. Super. Okay. Okay. Dann, wenn ihr habt, schnappt eure Kettlebell. Wenn ihr keine Kettlebell habt, gar kein Problem. Ja, oder Gewichte. René, an der Stelle eine Frage: Hast du irgendwie Kurzhanteln oder sowas, was du drücken kannst? Hast du irgendwas? Genau. Rebecca, du hast doch Kettlebells bei dir stehen. Die sind wesentlich besser. Oder bist du nicht so bei Mama? Dann brauchst du mal ein paar. Super. Okay, was wir machen ist folgendes. Ich zeige es euch ganz kurz. Übung Nummer 1. Wir nehmen die Kettlebell oder das Gewicht, rechter Arm, rechtes Bein, Ausfallschritt und Press. Ja? 30 Sekunden eine Seite, wechseln dann natürlich 30 Sekunden andere Seite. Danach sind 60 Sekunden Swings. Wenn ihr jetzt nur ein Gewicht habt, keine Kettlebell, Kniebeuge 60 Sekunden und danach vorlegen, rudern 30 Sekunden, rudern andere Seite 30 Sekunden. Okay? Wir machen nach einer Runde 60 Sekunden Pause. Wir wollen hier kraftvoll arbeiten. Achtet auf eine saubere Technik. Ich gebe euch immer wieder ein paar Tipps. Wenn ihr Fragen habt, macht das Mikro an, schreit rein, hi Bo Goldbären! Und dann weiß ich, ihr habt eine Frage. Ja? Wenn er ruft, hey Raphael, dann denke ich, ihr habt keine Frage. Okay, wir machen 3 Runden. Es ist in jeder Runde 60 Sekunden Pause. Genau. Atmen kontrollieren, Spaß haben. Wir starten mit einem Arm und mit dem gleichen Bein. Welches ist komplett egal. Ich starte mit dem rechten Bein, rechter Arm. Dann ist es leichter, wenn ihr auf der gleichen Seite seid, zu verstehen. Und ansonsten Rock'n'Roll. Let's go. Step und Press. Wichtig hier, tief kommen, fest stehen. Bauch fest, Po fest. Richtig schönes Gewicht. Ab nach unten. Ich drehe die Kamera noch ein bisschen. Und als Zweiter, euer Rhythmus. Kommt, euer Rhythmus.
Das sind 40 Sekunden. Nur die Kamera drehen, dass man mich auch relativ gut sieht. Einer. Ausatmen. Wenn er steht, Bauch entspannen. Pobein zusammen. Dann Armwechsel und gleich los, andere Seite. Step. Achte darauf, dass dieses Bein hier gerade bleibt, dass es nachher nicht hier nach innen fällt. Es macht es wackelig. Knie raus. Stabil. Bauch fest. Füße attackieren den Boden. Dann lösen. 15 Sekunden durchatmen. Eine Minute Swings oder eine Minute Squats. Je nachdem, was habt ihr. Wenn ihr nur ein Gewicht habt, in die Knie beugen. 3, 2, let's go. 60 Sekunden. Lasst die Atmung fließen. Ein, aus. Ein, aus. Egal ob Swing oder Squat. Bei Swing und bei Squat, die Zehen sind fest im Boden. Die greifen zu. Und wird jetzt explosiver. Hopp. Hopp. 4 Sekunden. Und Zeit. Gut, 15 Sekunden Zeit. Ein Bein vor, ich habe das linke Bein vorne, rechtes Bein hinten. Rechter Arm, beide Hände sind weg. Ich lehne mich nach vorne, Rücken ist lang. Pull, lösen. Pull, lösen. Kraftvoll den Arm am Körper beiziehen. Dabei bleibt der Körper ziemlich ruhig. Wir ziehen aus dem Rücken. Schulterblätter. 3. Fliegender Wechsel. Komm, let's go. Andere Seite. Und Zeit. Gut. Eine Minute durchatmen. Puls bis runterfahren. Gerne einen Schluck trinken, wenn ihr wollt. René, war das gerade ein Gainer? Ne? Okay. Noch zweimal und dann fängt der richtige Spaß an. Also mehr oder weniger ist das fast nur Warm-up. Okay, bereit machen. Wir starten in 10. Wir nehmen wieder unser Gewicht, eine Seite. 2. Let's go. Step und press. Je explosiver du aufstehst, desto leichter geht das Gewicht nach oben. Tief, push. Kraftvoll. Boom. Boom.
Gut, komm, 15 Sekunden. Und dann Armwechsel. Step back. Press. Zehn. Absetzen. 15 Pause. Fünf. Vier. Swing to the spot. Let's go. Komm, lass das Gewicht fliegen. Zeigst du sie nach oben. Beide Swings, beide Squats. Vier. Ein Bein wieder nach vorne, das andere zurück. Kommt eine Hand an dieses Gewicht. Lange Wirbelsäule. Lange halten. Pull. Sein Wechsel direkt. Schön. Pause. Durchatmen. Alles gut soweit? Super. Sehr schön. Haben noch eine Runde. Okay, letzte Runde. Starten in 8. Komm, letzte Runde. Schnapp das Gewicht. Ein Arm. Step back und press. Thank you.
Fliegender Wechsel. Letzte Sekunde. Und löst. Okay, Swing oder Squat. Swing oder Kniebeuge. Drei. Let's go. Hier wieder, Kraft voll aus. Denkt beim Swing dran, Wirbelsäule bleibt lang. Fünf Sekunden durchatmen. Fünf, vier, komm, letzte Minute. Vorlehnen, Zug aus der Schulter, aus dem Rücken. Dein Wechsel kommt jetzt in 30. Durchschnaufen. Sauber. Gut, kurz durchatmen, kurz runterbringen. Nase ein, kontrolliert aus. Was machen wir denn noch danach? Trainieren. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Ein Ausdauerpart. Single Arm Swing rechts, Single Arm Swing links. Jeweils 30 Sekunden. Danach Air Squats 20 Sekunden, Jump Squats 10 Sekunden. Dann gehen wir rein in den Burpee für 20 Sekunden, Lunge Jumps 20 Sekunden und dann nochmal Single Arm Swing 30 pro Seite. Das hört sich jetzt erstmal durcheinander an, hat aber ein bisschen Struktur. Ich sag's euch auch noch gleich nochmal. Wir machen das Ganze für 3 Runden. Und es sind dann noch 12 Minuten. Also easy. Wichtig, zieht's durch. Macht das, was ihr könnt. Wenn keine Burpees gehen, Kniebeuge. Wenn keine Lunges gehen, Kniebeuge. Ja? Wenn da irgendwas nicht geht, sucht euch eine andere Übung. Aber bleibt in Bewegung. Wir fangen an mit einarmigen Swings. Wenn ihr jetzt sagt, hä, keine Ahnung und sowas, macht einfach Ausfallschritt rechts. Ausfallschritt rechts 30 Sekunden. Dann Ausfallschritt links, wenn wir den Arm wechseln. Danach, wie gesagt, geht es in die Kniebeuge, dann Jump Squats, dann direkt rein, in die Burpees, dann nochmal Lunge Jumps und dann nochmal Single Arm Swings pro Seite.
Also ist eigentlich sehr simpel. Aber die Pumpe wird gehen. Ready? Gut. Starten in knapp 25 Sekunden. Jetzt. Einarmig-Swings, 30 andere Arm. Wie gesagt, wenn nicht, 30 Sekunden. Step, zurück. Step, zurück. Ja? Fangen an in 4, 3, 2. Einarmiges Swings oder Lunges im Back. Pro Seite. Kraftvoll ausatmen, Spannung auf, Arm wechseln. Sobald es gibst, Squat. Gewicht absetzen. Squat, komm. Sobald es gibt, Jump Squat. 3, 2, komm, mit Jump. Nur 10 Sekunden. Wenn es gleich wieder gibst, Burpees. 20 Sekunden. Und komm. Landstand. Einmal vor, im Wechsel. Wenn das nicht geht, nur Step und Push. Step und Push. Komm, 10. Und dann Swing, einarmig. Nochmal, komm. 30 pro Seite. Letzter Wechsel. Sechs Sekunden. Ja, nur noch zweimal, knapp 6 Minuten. Gut, Startklar machen. Runde 2, starten in 9. Zwei, eins, let's go, komm, Runde 2.
Zeigen wechseln. Komm, Konzentration. Durchhalten. Wenn es piepst, 10 Sekunden Jump. 3, let's go. Und Burpees. Dann die Kettlebell, 1 Minute Swing, komm. Sein Wechsel. Vier. Geht durchatmen. Eine Runde noch. Knapp 3 Minuten. Okay, letzte Runde, komm. Letzten knapp 3 Minuten. Starten 6 Sekunden. Komm. Endspurt. Letzte Runde. 4, 3. Let's go. Kontrolliert den Atem. Bis zum Ende stark. Lösen. Squat. 20 Sekunden, komm. Knapp 2 Minuten.
Jump Squat. Und Burpees, komm. Letzten 90 Sekunden. Letzte Minute. Zwingt. Einarmig oder beidarmig. Dann tief durchatmen. Puls runterbringen. Schön. Wie fühlt euch? Sehr gut. Platt. Kaputt, aber irgendwie auch gut. Das ist doch schön. Dann nehmt gerne mal ein bisschen Platz. Und ihr könnt gerade die Füße gut so zusammenheben, euch so ein bisschen aufrecht hinsetzen und dann gerade ganz locker die Knie so ein bisschen Richtung Boden wippen. Und dann nimm ein Bein vor, das andere zurück, 90-90, 90 Grad Knie, 90 Grad Oberschenkel zueinander. Erstmal so ein bisschen nach vorne reinwippen. Wirbelsäule lang und aufrecht halten. So, dass ihr ein bisschen merkt jetzt, ja, ich habe jetzt rechtes Bein vorne. Ich merke jetzt schön beim nach vorne gehen, rechte Pobacke ein bisschen aufdehnen. Und dann lösen. Setz dich gerade so ein bisschen nach hinten mit den Händen. Hinterbein. Fersen anheben, Fußball bleibt am Boden. Wir drehen das Knie nach oben, nach außen und wieder zum Boden. Und lösen. Dabei aufrecht sitzen und das Knie so weit rausdrehen, wie ihr könnt. Während das andere, so gut es geht, am Boden bleibt. Noch fünf. Vier.
Und dann lösen. Leine locker wechseln. Anderes Bein, erstmal so ein bisschen 90-90. 90 Grad Knie, Oberschenkel. Locker. Wir gehen in Leine zurück. Und dann auch wieder aufrichten, hinten stützen, Ferse anheben, Knie öffnen nach außen. Und dann auch nochmal halten. Lösen. Und dann kommen wir auf Knie. Stellen das rechte Bein nach vorne. Nehmen jetzt die linke Hand auf die rechte Schulter. Und gehen mit der rechten Hand nach hinten Richtung linkes Knie. Wir können auch nach hinten Richtung linke Ferse gehen. Ja, wichtig. Wir wollen die Hüfte vorne aufdehnen. Schön reinstretchen. Hüfte hier vorne aufdehnen. Und dann nochmal halten für 10. Löst. Dann wollen wir die Knie nochmal wechseln. Und dann rechtes Bein, rechter Arm auf die linke Schulter. Locker nach hinten reinwippen. Ja, es ist ganz egal, ob er hier die Ferse berührt, die Wade, Kniekehle oder gar nichts. Viel wichtiger ist, dass die Dehnung hier schön in die Hüfte kommt. Dann auch nochmal halten. Aufrichten. Dann kommt gerade mal zum Stehen. Lockert alles ein bisschen aus. Auch mal die Hände schütteln. Kann auch mal die Beine schütteln. Arme. Wichtiges Gesicht. Bisschen Grimassen schneiden. Und dann rechte Hand, linke Schulter. Yeah! Und damit haben wir es geschafft.